Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Roos. Und es fängt auch direkt an, weil wir wollen ja keine Zeit verschwenden. Ich bin mal wieder unterwegs mit Professor Dr. Flatterbier, oder Dr. Bier, wie ich ihn gerne nannte. So. Wir beide haben Ewigkeit nicht mehr gespielt. Also, erwartet nicht zu viel. Aber das tut ihr bei uns ja eh nie. Haha. Also können wir euch ja nicht enttäuschen. Gut. So, ich bin ja Russe, da brauche ich sofort Kasernen. Ist ja logisch, fast schon. Ist ein bisschen laut gerade. I, Britte, ja. Oh, Britte, ist der auf meiner Seite? Oh, der ist auf meiner Seite. Ich mag keine Briten. Weil das Einzige, was sie können, ist rumfliegen auf ihrer Insel. Und der macht doch direkt ein Flugfeld. Das heißt, ich brauche sofort Flugabwehr. So eine Abwehr. Ja. Ja gut, das heißt, hier wird wahrscheinlich gleich ein Scout kommen und der hat direkt zwei, ja gut. Den wird er mir jetzt wahrscheinlich weghauen. Er hat auch keine Tarnette übrig für mich. Aber das sind nur 10. Das kann ich verkraften. Erstmal brauche ich einfach für Luftverteidigung. Sinn. Natürlichen Gründen. Oh, guck mal, er kommt vielleicht sogar noch schnell genug ran. Wurde sogar noch gebaut. Schön. Dann müssen wir doch noch ein bisschen was rausbringen. Ah, ein nuklearer Bomber. Aber der Infanterist ist herausgekommen. Ah, er hat hier einen Aufklärer, verdammt. Ah, jetzt sehe ich hier ein Depot, weil er schon mittlere Bombe hat. Das ist natürlich nicht so schön. Ich brauche jetzt erstmal weitere Luftabwehr. Der hat schon kapituliert. Ja, wieso nicht? Damit kann ich leben. Ich weiß, ich bin zu gut. Da hat man keinen Spaß gegen mich zu spielen. Das ist sehr logisch. Hey, eingehen. So. Dessen Wolf. Noch eine Kaserne. So. Dr. Bier schlägt sich gar nicht so schlecht, wie es aussieht. Ich nicht erwartet. Ah, jetzt bombt er hier mein Gebäude ja weg. Möglicherweise. Und er hat hier schon M16 Luftabwehr. Mobile. Das ist gut. Damit hilft er mir wirklich gut. Wo ist eigentlich mein Dings hin? Ach, da fällt er. Gut. Gehen wir erstmal das Tarnnetz drauf. Der jetzt hier alles wegkommt. Das ist gut. Das ist gut. Wenn ich mal ein paar dafür sitzen, vorne reinsetzen und mal einen Aufklärer nach vorne hinschicken. So, wie sieht es auf seiner Seite aus? Ach, er kämpft gegen den Russen. Ah, da ist er auf ziemlich verlorener Posten. Mit Infanterie. Ich kriege ihm mal meine Kaserne rüber. Mit Blitz. Dann kann ich ihn damit Infanterie unterstützen. Sehr, damit wir schnell genug rankommen. Er zieht sich zurück, weil hier Stuarts kommen. Aber eigentlich die könnte er eigentlich sogar besiegen, wenn er es gut macht. Obwohl der hat so viel hat er da nicht im Betrieb. Da kommen die mittleren Bomber. So, Infanterie marschiert. Ja, die Flanke muss er hier aufpassen, das ist auch eine Kaserne. Ja, Stuarts werden das machen, meine Infanterie wird ihn jetzt auch noch unterstützen. Währenddessen guckt hier meine
Lackfrau. Ich habe hier auch mal noch zwei bekannt. Nein, fehlt noch. Wir, nicht die Kaserne da vorne zerstören. Ich hätte die gerne. Ja, obwohl. Ist ja egal. Woher die nutzt. Und da kapitelt auch der Gegner. Nach nur 5 Minuten. Das schreibe ich mich nach einer zweiten Schlacht. Weil 5 Minuten ist ein bisschen wenig für ein Video. Und es war jetzt auch nicht das spektakulärste. Aber das Dream Team ist mal wieder am Kämpfen. Hat man nichts anderes erwartet als ein Sieg. Das ist schon so ein Gesamtsieg, aber ein totaler Sieg ist es für mich immer, wenn ich gewinne. Es gibt nichts anderes. So, ich verabschiede mich dann jetzt diese Schlacht. Haben wir doch gewonnen, ja. Aber wir sehen uns in ein paar Sekunden wieder in der nächsten Schlacht. Bis dann. Ich hänge das hier einfach hinten an das letzte, oder das Fußvideo, was ich demnächst hochladen werde, also morgen, dran. Und zwar habe ich in dem Video, oder habe ich versprochen, dass ich da noch eine Schlacht dranhänge, weil die sehr kurz war. Leider ist während der Aufnahme Fraps, keine Ahnung, ein Fehler unterlaufen oder so, weil die haben einfach mittendrin aufgehört aufzunehmen. Das war eine echt gute Schlacht, muss ich sagen, gegen zwei relativ gute Schlachten waren wir nicht. Die haben wir gewonnen. Ich weiß nicht mehr. Aber ebenfalls, ja, kann ich die leider nicht. Ich habe nur die Hälfte der Schlacht. Und werde ich nicht hochladen, natürlich. Das heißt, ihr müsst euch mit den 5 Minuten beglücken. Tut mir leid, aber es wird in der Zukunft vielleicht noch mehr Roos kommen. Nicht nur vielleicht, aber ich bin mir sogar ziemlich sicher. Also freue ich mich auf mehr. Und damit verabschiede ich mich von euch wieder mal. Habe ich wahrscheinlich gerade erst getan im Video. Aber nur im Video, nur für kurze Zeit. Jetzt für das ganze Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch ein Like und einen Kommentar unten drunter. Und ansonsten, wir sehen uns das nächste Mal. Ich bin Neutral. Bis dann. Tschüss.